Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde der Planet Crafter. Und ihr seht die Fische im Aquarium. Es ist Nacht draußen, trotzdem habe ich euch schon mal dazugeholt, habe die Aufnahme gestartet, weil der Terraforming Index gleich die 250 Giga Terraforming Index Punkte erreicht und dann schalten wir das Portal frei. Das wollen wir uns heute anschauen. Das ist das Hauptaugenmerk. Ein kleiner Nebenschauplatz wird sein der Erzextraktor Stufe 3. Den habe ich zwischenzeitlich freigeschalten. Und ihr seht, ich habe mir da unten zwei Aquarien erstmal mit hingestellt. Die kommen da wieder weg. Aber ich wollte erstmal den Fortschritt bei der tierischen Biomasse beschleunigen. Die tierische Biomasse ist hier drüben. Und da seht ihr, das rasselt auch relativ schnell nach oben. Ist natürlich in der Gesamtbiomasse noch verhältnismäßig wenig, was da passiert. Ja, das sieht man hier. Es sind also 88 Gramm pro Sekunde. Das ist gar nichts im Vergleich zu der pflanzlichen Biomasse mit 550 Kilogramm. Das hatten wir uns gestern schon mal angeschaut. Der Portalgenerator wird, oder das Portal wird jetzt gleich freigeschalten. Wir können uns hier nochmal die Fische anschauen. Ich habe also die Fischeier auch gezüchtet. Habe hier die neuen Fischeier, die Aelera-Fischeier, freigeschalten und habe die auch gleich mal gezüchtet und hier reingepackt. Gut, gehen wir mal zu unserem Erzextraktor. Ich würde den leer machen, abbauen und durch die Stufe 3 ersetzen und dann kann ich mir raussuchen, was ich für Erz hier produziere. So. Jetzt brauche ich noch Titan, richtig? Zwei Titan, na sowas. Und da ist der Portalgenerator. Das wird dann gleich der nächste Schritt sein. Jetzt schaue ich erstmal schnell, dass ich hier irgendwo um die Ecke Titan finde. Hier ist Schwefel, den nehme ich mit. Da habe ich in letzter Zeit auch viel gebraucht. Für die Herstellung von Dünger. Und Bio-Kunststoffklumpen und so einem Zeug. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt ja nicht mal mehr Titan liegen, aber hier liegen sicherheitshalber nochmal drei Stück rum. Ich brauche bloß drei insgesamt, eins habe ich schon. Ja. Ich habe hier auch nochmal Schmetterlingsfarm hingebaut, hier mit der Imeo-Schmetterlingslarve, die den Insektenmultiplikator 1000% bringt. Hier unten auch noch irgendwo eine. Ja. Da geht es also da auch vorwärts. Gut, wir schauen mal, ob wir den hier irgendwo hingebaut kriegen, einigermaßen stimmig in die Landschaft. Ich sehe gerade nicht. Drehen wir so rum. Das wird die Leiter her. So. Interessanterweise hat er weniger Platz, aber man kann hier eben direkt raussuchen, welche Rohstoffe. Ihr seht, die Standardrohstoffe sind zur Verfügung und in diesem Biom auch Schwefel. So, ja, Eisen soll er machen. Und dann geht das los. Da können wir uns ja jederzeit Eisen holen, wenn wir es brauchen. Wer sich wundert, ich spiele das Spiel nicht in den Standardeinstellungen. Deshalb ist Eisen ein Rohstoff, den ich hier nicht beliebig zur Verfügung habe. Was zu essen, was zu trinken. Und dann schauen wir uns mal an, was wir für den Portalgenerator brauchen. Vor allen Dingen auch an Energie. Was haben wir hier noch? Osmium. Oh. Die restlichen Rohstoffe müsste ich relativ viel haben. Da sind die Schränke voll. Das lagern wir derweil hier in der Schreddermaschine. Wenn die irgendwann voll ist, dann wird es geschreddert, dann ist es weg. Iridium hast du auch schon voll. Eieieiei. Das ist aber das geringere Übel. Wir haben eine Handelsrakete, ne? Brauchen wir es nicht schreddern, können wir es da reinpacken. Gut. Achso, wir können dann natürlich nochmal gucken. Ich hatte noch gesehen, ich habe ja nach oben in meiner Truhe ein paar Terra-Token. Ja, diese Chips, die man da bekommt. Ich habe auch hier die goldene Statue wieder ins Regal gepackt, wie wir das kennen, in die Vitrine.
So, wo habe ich denn meine blaue Kiste? Hier sind noch ein paar Terratoren. Guck mal, 1000, 2000, 3000 und 5000 sind 8000 Terratoren. Da können wir mal gucken, ob das jetzt vielleicht schon. Hier geht's raus. Vielleicht schon reicht. Ja, das reicht. Und dann können wir uns jetzt nämlich das Ding bestellen. So, starten sie direkt, da kommt das dann irgendwann. Wird das dann irgendwann zurückkommen. Gut, schauen wir mal. Wo ist denn der Portalgenerator? Da ist er. Was brauchen wir dafür? Eieieiei. Wir brauchen Kernfusionsbrennstoffzellen. Davon habe ich genügend. Ich habe wieder welche nachgebaut, sodass wir 3 Stück haben. Gut, die haben wir. Dann brauchen wir Leiterplatten, die haben wir, Microchip Kompass können wir uns bauen, Superdichtungsstab haben wir auch und Energiemultiplikatorsicherungen, 2 Stück. Na, da hoffe ich mal, dass wir die haben. Luftdruck, Produkt, Sauerstoff, Wärme, Pflanzenmultiplikatorsicherung. Hey, wir haben die Sicherungen nicht. Energiemultiplikatorsicherung, wo kriegen wir die her? Na gut, Leute, da bleibt uns nichts anderes übrig. Dann nehmen wir unsere drei Kernfusionsbrennstoffzellen, suchen uns das nächste Wrack und gucken, ob wir dort vielleicht solche Sicherungen finden. Hilft ja alles nichts. Was zu trinken haben wir, was zu essen nehme ich mir noch mit. Noch ein zweites Böhnchen. Noch gar nicht sicher. Den Schrank habe ich auch ein bisschen geplündert zuletzt. Weil auch Auberginen braucht man immer relativ viele. Na, hier für den Dünger brauchen wir Auberginen, für den Biokunststoffklumpen Pilze. Für den Düngerstufe 2 brauchen wir dann Kürbisse. So. Gut. Kurz überlegen, das Wrack da oben hatten wir uns, glaube ich, angeschaut. Das Wrack im Vulkanbiom haben wir gemacht und wir haben das Wrack des Warptores gemacht. Dann könnten wir mal an den Wasserfall gehen, das Wasserfallwrack uns anschauen. Und hier hinten noch irgendwelche Wracks. In der Wüste, das Wrack, haben wir das schon gemacht. Das ist nie ganz so weit weg. So, da unten hatten wir übrigens Bäume gepflanzt. Das sieht jetzt so aus. Ah, die wachsen natürlich nur auf dem Land und deshalb ist es überschaubar. Also ist gar kein so dichter Wald geworden. Ja, diese Wracks, wie gesagt, das ist jetzt noch die letzte Idee, wo man diese Sicherungen herkriegen könnte. Ansonsten kann man die für Terratokens kaufen. Das wäre noch eine Option. Dann muss man Terratokens organisieren. Schauen, ob wir in dem Wrack noch was offen haben oder ob wir uns das alles schon angeschaut haben. Ne, falsche Taste, so rum geht's. Ein bisschen natürlich gleich prompt mal falsch gelaufen. Ist auch nichts. Das geht nie abzubauen. Hier gehst du raus und hier drüben. Ah, hier hinten war es, glaube ich, richtig.
Na, hier ist doch die Maschine. Braucht man eine Kernfusionsbrennstoffzelle. Wir müssen mal gucken, wo er was aufgemacht hat. Das war der versteckte Raum. Hier sind neue Räume frei geworden. Schön, dass er uns die markiert, indem er uns dann Trümmer vorher quergelegt hat. Terratogen, das nehmen wir mit. Den Rest lassen wir hier. So, machen wir so. Den Rest kann ich mal aufs Screen holen. Und da ist nochmal ein großer Tresor. Das ist die falsche Sicherung, schade. Dafür gibt es aber nochmal Terratogen ohne Ende. Gut. Da sind wir aber noch nicht am Ziel. Ja, wie gesagt, notfalls müssen wir die dann in der Handelsrakete kaufen. Ist die Tür neu? Die sieht neu aus. Ja, theoretisch muss man dann das ganze Wrack nochmal ablaufen. Wenn man sich idealerweise vorher gemerkt hat, wo die Türen offen waren und wo geschlossen. Okay, hier war nix. Und hier waren auch keine weiteren Türen. Sehr gut. Dann können wir das Wrack im Prinzip gedanklich auch abhaken. Wie gesagt, mal offscreen noch den letzten Rest holen. Ja, was heißt das jetzt aber für mich? Ja, wir gehen zur Basis, schauen dort mal, ob wir die Energiemultiplikatorsicherungen für Terratokens kaufen können. Dann müssen wir warten, bis die Handelsrakete zurück ist. Und ich kann mir noch eine Kernfusionsbrennstoffzelle bauen, sodass wir das Wrack am Wasserfall erkunden können. Ich denke, dort brauchen wir 3 solche Brennstoffzellen. In irgendeinem Wrack waren es, wo man 3 brauchte, und das ist jetzt das letzte, was mir noch einfällt, welches wir noch nicht untersucht haben vollständig. So, jetzt gibt es erstmal Wetter. Mal gucken, was da passiert. Ja, fällt nichts vom Himmel. Sehr gut, können wir weitermachen. Die Rakete ist noch nicht wieder da. Ach, und da sehen wir natürlich auch das Handelsmenü nicht. Ne? Das ist schade. So, für so eine Brennstoffzelle brauchen wir noch 2 Osmium. Den Rest haben wir gefunden. Den haben wir schon im Inventar gehabt. Lied haben wir auch noch mal. Die Sicherung, die kann man im Zweifel auch verkaufen. Da kriegen wir noch mal 5000 Terratogen. Ja. Und den Rest, den räumen wir unten ins Biolabor. Geht uns der Platz aus? Ah, da kann ich mal wieder mit dem ganzen Mutagen, kann ich wieder Larven züchten oder Fischeier. Oh. Habe ich schon erwähnt, dass mir der Platz ausgeht? Hm. Na, dann nimmst du mal so ein Teil mit und schredderst das dann bei Gelegenheit.
Oder du züchtest. Nö, dann züchte doch direkt Fischeier. Welches Muttergen brauchte man für Fischeier? Die Hand, das Raclette ist zurück. Ja, auf jeden Fall kommen hier welche bei raus, bei dieser Kombination. So, Handelsrakete. Na, wo bleibt sie denn? Lässt auf sich warten. Da ist unser Bauplan für das Wohnmodul mit Kuppel. Jetzt gucken wir mal. Ja, Energiemultiplikatorsicherung. Können wir eine nur kaufen? Wir brauchen zwei. Gut, dann wird das heute nichts mit dem Portal. Ich kann das schon mal einstellen, dass wir die haben wollen. Oh, hilft da alles nicht. Mal gucken, was ich da noch verkaufen kann. Eventuell die Produkte, die wollten verkaufen. Diese Brennstoffzellen bringen 80 Teratogen. Das ist es mir nicht wert, weil die doch relativ viele Rohstoffe brauchen und auch ein paar seltenere. Gut, das macht nichts. Wir haben ja einen neuen Bauplan. Den müssen wir jetzt hier erstmal freischalten. Jetzt haben wir das Wohnmodul mit Kuppel. Ja, da habe ich nämlich auch einen Plan, was wir damit machen, wo wir das hinbauen. Ein paar Rohstoffe dafür. Und was war es noch? Superlegierung dreimal. Die hatte ich doch da drüben irgendwo, ne? Ja. Und so habe ich mir überlegt, man könnte es... Oh, jetzt haben wir hier ein Glasdach, dann müssen wir das natürlich wegbauen. Wir könnten das hier oben drauf bauen und können uns hier eine richtige schöne... Ja... Himmelslounge sozusagen, Sky Lounge bauen. Da muss das natürlich weg. Die hat man schon mal weggebaut. Die kriegt jetzt dauerhaft einen neuen Platz, demzufolge. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das geht. Bin gerade nicht so ganz davon überzeugt, dass die im richtigen Raster hier drauf sitzt. Das ist ja albern. Das müssen wir uns da mal von unten angucken. Ach ne, herrje, mine. Total schief. Ach herrje, sieht das blöd aus. Die hat ja durch die Eingänge an den Seiten. Hier vorne könnte man noch was machen, anders hier ist es okay. Ach, erstaunlicherweise funktioniert das mit der Treppe. Die ist, na gut, die könnte man noch mal versetzen. Ja, der Gedanke war hier so einen kleinen Abschluss, so eine schöne Kuppel, Glaskuppel, in alle Richtungen Glaswände. Hier könnte man noch Fenster reinbauen. Ja. Tja, aber ob mir das jetzt so gefällt, wie das hier gebaut ist. Von außen vor allen Dingen sieht es ja ganz schäbig aus. Damit kann ich leben, dass das hier so offen ist. Da könnte man sogar, wenn man das wollte, mit Wohnmodulen eine Wohnmodulecke hier dran, dann... Ah ne, das funktioniert nicht. Da
dass man hier draußen nochmal so einen Gang dran macht. Ja, also das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob mir das so gefällt. Ich lasse es jetzt erstmal stehen. Ich gucke es mir nochmal eine Weile an. Ja, die Treppe muss natürlich hier weg. Das ist die. Wo müsste die hin? Na toll, jetzt ist es dunkel, jetzt sehen wir es nie. Ja, ich glaube, die Idee war nicht so die beste. Das entspricht nie ganz dem, was ich mir vorgestellt habe. Ich könnte natürlich ein Wohnmodul draufsetzen, wo die Treppe ist, dass ich dort hochkomme. Und an das Wohnmodul dann die Kuppel dran snappe, aber dann ragt die da vorne drüber. Da ragt die in die Richtung komplett drüber. Das sieht ja bestimmt auch blöd aus. Aber wir probieren es. Dann kann ich das ja verglasen. Später. Kann ich das jetzt abbauen, während ich drinne bin? Objekt nicht leer. Problem stört jetzt nicht, dass ich hier eine Himmelslade... Wie komme ich jetzt hier raus? Ach, hey. Nee, warte. Geh mal. Zerleg mal die Innenleiter. Bau die mal hier hin. Obwohl, ach, geht das, wenn ich das... Wenn ich das hier drauf baue... Na, kriegt das hin? Versteht er, dass ich das dann hier dran, aber dann ist es auf der Seite seitlich, das wäre aber egal. Ist das jetzt ordentlich hier drauf gestellt? Ja, das ist so schäbig aus. Nee, das passt von und hinten nicht. Gut, normales Wohnmodul hier hinbauen. Sehr gut. Das passt richtig und wunderbar. Dann bauen wir die Ecke. Die Ecke können wir nicht bauen. Was befehlt er uns? Titan. Wenn wir alles so viel hätten wie Titan. Na, schaffst du es hoch? Sehr gut. Das Wohnmodul mit Ecke hier dran. So, in der Art. Das wieder weg. Und das hier dran. Dann würde man die Innenleiter hier hinstellen. Ja, das ist jetzt auch nicht gerade so die schönste Variante. Na, da kommen wir hier hoch. Können hier noch eine Glasscheibe reinmachen und dann kommen wir hier in unsere Milzkuppel. Gut, hier guckt das, steht das über, hier steht es auch über, okay. Ja, müssen wir uns dann noch Kobalt besorgen. Und hier haben wir Rundumblick und hier haben wir es auch so ein bisschen überstehen. Ja, okay, das ist halt so. Wie gesagt, hier könnte man noch eine Glasscheibe reinmachen. Ja, vielleicht gefällt mir das besser. Komme ich natürlich hier nicht mehr nach oben aufs Dach, nach draußen. Da müsste ich hier noch eine Leiter reinbauen, weil ich hier dann rauskomme. Gut, brauchen wir aber nicht unbedingt. Lass mich das nochmal von außen angucken, bei Tageslicht.
Ja, vorne schließt das bündig ab, das geht. Dort schließt es seitlich auch bündig ab. Und hier steht sie über. Okay. Hier steht sie über, das macht aber nichts. Da hatte ich sowieso die Idee, das noch vorzuziehen, die Basis. Mache ich. Das mache ich. Mache ich aber offscreen, braucht man jetzt nicht zusammen machen. Fällt was vom Himmel? Nein. Gut, dann ist das unser Werk für heute. Leider nicht der Portalgenerator. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Muss ich sehen, dass wir da noch mehr Terra-Tokens sammeln. Und wir die, ja, die Energiemultiplikatorsicherung, dass wir die uns kaufen können, die zweite dann. So wird's. Gut. Da war's das für heute, würde ich sagen. Ich verabschiede mich, bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.